Ich glaube, ich werde mich gleich wieder aufregen. Wenn die Entwickler mal wieder versuchen, so zu tun, als hätten sie ein Jump'n'Run-Spiel entwickelt. Oh Mann. Jetzt springt der Schar schon wieder nicht. Ah! Ich will in die Kiste da oben ran. Die habe ich ja schon als Drache gesehen. Also, die da. Ach, da unten ist ja auch schon das lustige Portal. Meine, der erste Punkt da ist noch relativ einfach. Weil den kann ich so komisch schräg anspringen. Dann habe ich eine recht hohe Chance, da genauso zu landen, wie ich mir das vorstelle, aber. Sonst bin ich mal verdammt schlecht darin, die. Nein, ich war schon drauf! Nein! Verdammt! Ich sollte die Finger von der Tastatur lassen, nachdem ich gesprungen bin. Ich glaube, ich kann im Flug eh nicht lenken, oder? Doch, kann ich. Gut. Ich wollte gerade sagen, warum mache ich es mir so schwer und springe ich einfach auf den Zacken von der Mauer rum, aber das geht ja nicht so gut. Verdammt. Ja, komm, das muss doch wie zu schaffen sein hier. Das muss doch gehen. Ja. Ah, es geht doch. Was ist das denn? Ich mache jetzt einen kleinen Hopser. Reicht ja. Ja, aber gut, so kommt man auf jeden Fall ziemlich einfach hoch. Ja, ein bisschen. Ja, hier in die Ecke springen ist auf jeden Fall eine recht sichere Geschichte. So, ein Buch. Der Sinn des Lebens. Ach, schon wieder. Das finden wir auch öfter. Ich glaube, der Entwickler wollte auf jeden Fall, dass man das findet. Also, ein Easter Egg kann man das nicht nennen. So, was ist denn das hier für ein Tragen? Oh, Verjüngung 6. Ist ja schön. Oh, 3 und 8. Wie viel Drachendorn und Ginseng man dafür braucht, aber fällt mir gerade ein. Ich könnte ja mal wieder kurz in meinen Thronsaal und meinen lustigen Kräutersammler hier unten mal sagen, der soll bitte dringend Drachenbaum und Ginseng holen. So ist er denn. Oh, die beiden sehen nicht so gesund aus, ne? Hier habe ich eure Exzellenz. Es war mir eine Freude und Ehre zugleich. Ja, 100 Drachendorn. So, den beiden geht es anscheinend nicht so gut, die müssen erst wieder gesund pflegen. Doof. Ich glaube, die haben noch kein Schwert von mir gekriegt, das konnte ich mir letztes Mal nicht leisten, oder? Lest Bücher, die ihr findet. Sie können wertvolles Wissen enthalten. Yay. So, hallo. Beim Göttlichen, was für ein... Ja. Natürlich, so gut wie erlebt. Ja, 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 ja. Beim Göttlichen, was... Natürlich, so gut wie... Ja, ja, gut. So, jetzt muss ich kurz mal zum Trainingsgebiet gucken. Erstmal gucken, ob ich irgendwas Neues lernen kann bei Hamosa. Wieder zurück? Ich bin bereit für eine weitere. Na dann los. Alle Fertigkeiten entlernen. Genau, super Plan. Ich habe noch 1400 Gold. Ich bin richtig pleite. Aber es sieht gerade nicht so aus, als könnte ich hier irgendwas... Weisheit 10? Stufe 18, unbewaffnet? Nö. Wieder zurück? Ich bin bereit für eine... Klar, was hättet ihr da im Sinn? Und zwar? Dietmar? Gute Idee. Für nein. Ich werde euren Gut, dann hat Dietmar auf jeden Fall schon mal eine Waffe, das ist ja schon mal schön. Dann wollte ich direkt... Naja, gut, wie er das macht. Dann wollte ich mal kurz zum Bezauberer vorbeigucken, ob ich nicht mal irgendwas bezaubern kann. Ich habe ja so viel Zeug. Bezaubern. So, Herr Mosers Halskette? Ach so, die sollte ich ja zurückgeben für sie. Ja, Monster, der mittlerweile Anführer, dem Toten Anführer, jo. Was kann ich darauf zaubern? Aura der Entladung? Naja, immer 30 Magieschein ist jetzt auch nicht so der Hammer. Naja, ist auch nicht viel. Naja. Also irgendwie Bezaubern finde ich jetzt irgendwie nicht so stark, was man so alles machen kann. Das ist das Gleiche. Man kann ja auch noch verzaubern. Habe ich mir jetzt mal vorgenommen, dass ich mir mal ein bisschen was dazu durchlesen werde? Hat auf jeden Fall super geklappt, das mit dem Durchlesen. Barnabus Streitkolben. Kann ich den nicht mit Lebensentzug zum Beispiel verzaubern? Aber nur ganz miesen. Lebensentzug 1. Was bringt denn das bitte schön? So, ich brauche also ein Fossil und ein Kristall. Für Feuerflucht-Ding. So, zweimal Kristall und Fossil. Na gut, gucken wir mal, was sich da im Thronsaal einrichten lässt. Aber ich glaube, Fossil und Kristall ist ja, glaube ich, das Gleiche, ne? So, hallo und ich besorge euch jeden Edelstein. Steht zu Befehl. Joa, dann holen wir mal bitte Kristall. Etwa ohne schützende Rüstung? Ich, aber natürlich. Was hast du denn da? Das ist doch eine Top-Rüstung, also bitte. Seid gegrüßt, Drachenritter. Welche Bezauberung soll ich für euch suchen? Fossilen bitte. Ich weiß nicht, ob ich in diesen Lumpen sicher bin, aber natürlich gehe ich. Ja, ich würde dich ja gerne besser ausrüsten, aber das ist leider teuer. Und teuer können wir uns leider nicht leisten. Das bevor hier nicht wieder Kohle reinkommt. Umarmung der Schatten könnt ihr unsichtbar durch die Gegend latschen. Ja, herzlichen Glückwunsch aber auch. Bringt mir viel, weil ich Umarmung der Schatten nicht kann. Was auch immer das war, ich habe gerade nicht richtig gelesen. Und weil ich mir mehr Sorgen darum gemacht habe, wie ich an Kohle komme. Ich meine, das ist ja schön, dass ich jetzt meine Leute hier ausrüsten kann, aber... Obwohl, eigentlich eine unendliche Geldquelle wäre doch, diese Idioten da loszuschicken. Dass die mir was holen und die dann... Das Zeug zu verkaufen. Ich meine, das war unglaublich langwierig, aber... Ein Drachenritter! Endlich sehen wir einen! Endlich! Aber letztendlich muss man damit doch zu unendlichen Geld kommen.
Uhr steigt. Ich werde auf die Knie fallen und meinen Treueeid sprechen. Ich werde mich euch anschließen. Und dann bereiten wir uns gemeinsam auf das große Fest vor. Ich mag Fanatiker nicht. Vor allem Treueeid. Oh, eine Tür verschlossen. Die Tür geht nicht auf. Ach, ein Drachenritter, ein echter Drachenritter. Oh, ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Verbeugt euch jetzt, verbeugt euch vor dem Drachen. Ja, aber ich bin doch der Drache, also eigentlich so ein Quasi-Drachen, aber naja gut. Gedanken lesen, na klar. Jedidias Gedanken kreisen unentwegt um seine Visionen von Drachen, die in fantastischem Glanz erstrahlen, und den Türmen von Burg Drachenfels, die sich über alles andere erheben. Na, herzlichen Glückwunsch aber auch. Wir brauchen eure Hilfe, mächtiger Ritter. Nur ihr könnt uns beistehen. Aha, nur ich. Wir warten schon seit fast 50 Jahren. Und nun seid ihr hier, bereit, unseren Herrn zu befreien. Wer ist denn dein Herr? Ja, also ich belach. Komm, sind wir mal ein Freund. Unser Meister ist der Drachenritter Orobas, der über die Orobas-Fjorde herrschte. Ach, das heißen die wahrscheinlich auch so. Klingt logisch. Aber nach dem Tod des Göttlichen kamen die Drachentöter. Jo, die waren ein bisschen ungehalten. Die Barbaren rissen sein Heim, unsere Gebetsstätte nieder. Aber er hat sich in seinem Altarraum versteckt, der durch die Magie von Maxos versiegelt ist. Und ja. Um die Luke zu öffnen, die zu ihm führt, sind Dinge nötig, die nur ihr uns zur Verfügung stellen könnt. Flügel? Verbotene Trudanae. Das Geisterkraut, mit dem ich die Drachenzauber sprechen kann. Den Kelch des Drachen. Das heilige Artefakt. Gestohlen vom widerwärtigen Lord Arben. Ich habe eins für so Arbens Schwert. Das Top-Ding. Auf jeden Fall. Und schließlich einen Tropfen eures Blutes. Rotes Wasser aus dem Fluss der Macht. Klingt irgendwie komplex. Wie kann ich denn... Ich hoffe, das ist nicht irgendwas mit Hauptquest. Muss mal gucken. Nachdem die Drachentöter ihn gestohlen hatten, brachten sie ihn in ihr Lager hier in den Fjorden und präsentierten ihn als Trophäe. Aha. Ihr findet diesen verkommenen Ort in der Nähe der Champion-Festung, wo sie unter euren majestätischen Flügeln zittern werden. Meinst du diese Festung mit diesen drei Schutzschildern übereinander, wo ich so schnell nicht reinkomme, außer als Mensch, wo ich kein Drache bin? Sie ist recht selten geworden, geehrter Meister. Denn sie wurde vor langer Zeit verboten. Hatte Talana eigentlich so Leuchteaugen? Nee, oder? In Alleroth haben sie scheinbar schlechte Erfahrungen damit gemacht. Irgendetwas mit Abhängigen, Mord und Vampiren. Interessant. Der einzige mir bekannte Ort, an dem die Pflanze wild wächst, ist in der Gegend um Hohenzell. Ein kleines Bergdorf. Kenne ich, da lebt niemand mehr. Warum mein Blut? Der Zauber, mit dem die Luke versiegelt wurde, fällt unter die Drachenmagie. Aha. Nur das Blut eines Drachen vermag ihn zu brechen. Blut, das durch eure edlen Adern fließt. Ja, aber ich bin ja eigentlich nicht so... Das ist der Grund, warum Orobas den Drachentötern entkommen konnte. Aber auch der Grund, dass er seitdem gefangen ist. Hä? Warum? Warum kann er die Luke... Das verstehe ich auch nicht. Warum kann er die Luke nicht selber... Ach, wäre ich doch taub, um diesen Namen nicht zu hören. Ach, das glaube ich gar nicht so gut, du könntest mir gar nichts erklären. Er und seine sogenannten Drachentöter brachten die Hölle über unsere Heimat. Aha. Alles verbrannte unter dem Geschrei der Sterbenden. Sie metzelten die Männer nieder und verschonten nicht einmal die Frauen. Naja, da die Frauen hier auch mitkämpfen, würde ich das auch nicht machen. Wäre ziemlich unlogisch, oder? Wenn man die Kriegerinnen stehen lassen würde und sich dann von denen zu Klump hauen lassen? Naja, okay. Wilde, das sind sie und nicht Drachentöter. Oh, großer Drache. Ach, na ja, die machen halt auch nur ihren Job, was soll man sagen. Übrigens, Orobas. Er ist unser erhabener Herr, der Inbegriff der Macht und der Herrlichkeit der Drachen. Mhm. Lange herrschte er über die Orobas-Fjorde. Er war gerecht in seinem Urteil und ehrfurchtgebietend. Ah ja, ich frage mich gerade, warum sich Talana noch gar nicht gemeldet hat. Ein Zeitalter des Wohlstands und Reichtums war das, ein goldenes Zeitalter. Und schaut euch das Land nun an. Nun ja. Geplagt von Imps, besudelt von Goblins, terrorisiert von Wivern und bewacht von Champions, die sich kaum gegen diese Gefahren erwehren können. Aber immer ein bisschen. Wenn doch nur die alten Zeiten von Orobas wieder anbrechen würden, großer Ritter. Ja, ja, früher war alles besser. Ich verbeuge mich vor eurer Macht, großer Drache. Ja, das... Da komme ich wohl nicht rein. Mir fällt gerade ein, dass ich von den anderen Idioten hier mal die Gedanken gelesen habe. Das sollte ich vielleicht mal tun. Endlich! Lord Orobas wird befreit! Demütige Grüße! Was ist denn der Spaß bei ihm hier, Uhud? Drachenritter, wie kann ich euch dienen? Ich werde ungeduldig.
Der wird mir sowieso nur den Preis senken. Das bringt mir ja gerade nicht viel. Ja, ja, Schnauze. Ach, die... Uff, warum habe ich noch oben eigentlich nur drei Buffs? Ich hatte noch mal mehr. Hallo? Willkommen, Drachenritter! Lange haben wir auf jemanden wie euch gewartet. Also, die führen doch was im Schild. Die wollen doch was anderes. Die wollen nur die Macht haben. Das sehe ich doch. Er ist der Einzige überhaupt, der hier mit dem Schwert umgehen kann. Seid gegrüßt, Drache. Willkommen in unserem bescheidenen Kreise. Jupp, der wirkt ein wenig dümmlich. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Und wenn hier oben nichts mehr weiter ist, dann werde ich wahrscheinlich wieder da zurückgehen, wo ich am Anfang war, bevor ich durch die Schilder aufgehalten wurde und gehe dann einfach zu Fuß weiter. Mal gucken, was mich denn noch unten alles erwartet. Wahrscheinlich Goblins, die mich erhabenen, supermächtigen Drache einfach umkloppen können. Aber ich glaube, hier ist erstmal so. Ja, was werde ich denn tun, wenn ich emporsteige? Erstmal sinke ich ab. Hui! Fliegen ist übrigens gar nicht so cool, wie man immer denkt. Das ist dreckige Wibbern und oh, das ist. Oh. Apropos dreckige Wibbern. Haha! Ja, ich Wibbernfleisch jagen und so. So war ich denn. Ich glaube, lieber. Hier ist die. Genau, hier ist die Höhle und hier hinten war. Also quasi hier so war das. Habe ich nicht noch dran? Fähigkeitspunkt? Warte mal, hier noch kurz was. Erstmal muss ich zwei Sachen machen. Erstmal muss ich den scheiß Drachenstein auf die 6 schieben. Hä? War das so? Nee, das war auch nicht mal so. Feld leeren, genau. So, und dann muss ich mal kurz gucken. Hatte ich nie noch Fertigkeitspunkte als Drache? Weil ich die schon verballert. Nee, ich habe noch zwei. Wusste ich's doch. So, und zwar Flammenkugel. Die steigere ich jetzt erstmal. Die ist nämlich viel zu schwach. Heilung ist ja gut und schön, aber Flammenkugel ist auch wichtig. Ich möchte hier auch Schaden machen. Sonst bringt mir das ja alles nichts, wenn ich da die 20.000 Kugeln raushauen muss und nichts treffe. Und dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn? Oh, das geht ja noch. Verdammt, das hat nur zwei getroffen. Trüblich, aber wirklich. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Heilzauber hasse? Ja, habe ich. Ich weiß nicht, ich erwähne es bei jeder Gelegenheit, aber ich hasse es immer noch. Hallo, Rückwärtsrolle. Verdammt, durch das viele Rumrennen bin ich jetzt drin im normalen menschlichen Kampf. Ach, das ist ein Elend. So, jetzt muss ich das irgendwie besser treffen. Der Feuerball soll auf jeden Fall mehr töten. Aha! Aua, aua, aua. Aua! Ich hasse Goblins einfach nur. Ja, da habe ich auf jeden Fall genau den richtigen Punkt. Alter. Ich kann nichts. Ich glaube, ich müsste gleich zu meiner. Du. Alter, kommst du zu gar nichts mehr. Nicht. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Ja. Alter, also, schwer. Jetzt wäre ich schon beinahe wieder verreckt. Das ist ja gar nicht gut. Warum erstmal ein paar Heilzauber raus? Mann. Als Drache so mächtig und als Mensch bin ich total schwach. Das ist ja ein Elend. Ich habe irgendwie die dunkle Befürchtung, dass das an meiner Skillung liegt, dass ich mal als Drache mal so abluse. Also, dass ich einfach. Als Mensch, dass ich irgendwie nicht falsch die Stadt investiert habe oder keine Ahnung, dass ich vielleicht ein bisschen mehr oder die Rüstung falsch priorisiert habe. Ich weiß es nicht, aber irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwähnen, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Gut, warten, wenn wir voll geheilt sind. Zack. Jetzt noch Mana regenerieren und dann kann es losgehen. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich mache ich sowieso wieder zigtausend Fehler. Ich alter Noob. Noob vom Dienst. Ich nopp rum. So, wo sind die Freunde jetzt hin? War ich doch so weit hin? Hm. Ja, da hinten sehe ich auf jeden Fall schon mal. Ich weiß mal noch nicht so richtig, was es ist. Das ist irgendwo. Boah, ich hasse es, weil ich diese Fähigkeit können. Ich meine, den anderen Mist, den sieht man ja fliegen. Komm. Das ist ja das hier. Das kann ich ja auch. Ah, das arkane Trommelfeuer, das ist so stark. Also, weil man das. Man kann halt nichts machen, wenn man das drauf hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, möchten die hinten damit reden oder sind das wieder irgendwelche Wald- und Wiesenbanditen? Die sind grün, erstmal. Tretet beiseite, Suchender. Macht den Weg frei für einen Champion von Allerot. Ach, dir mehr Spaß. Hallo. Welch Unverfrorenheit! Ihr Soldat werdet den Weg frei machen für einen Offizier des neuen Ordens. Webster, hey. Niemals, Soldat. Niemals. Wir treten nicht beiseite für niedere Ränge. Die Stimme kenne ich doch, die hatte doch der Schmied auch gehabt. Julian heißt Niedere? Geht mir jetzt aus dem Weg oder mein Stiefel wird euch dabei helfen.